Ich würde mir wünschen, dass das Thema Interoperabilität wirklich als Ganzes gesehen wird, dass es also darum geht, nicht nur die technischen Voraussetzungen zu bedienen, sondern auch eine gemeinsame Sprache zu sprechen, gemeinsame Inhalte auch in der entsprechenden Priorität dann festzusetzen, sodass wirklich die Gesundheitsversorgung für unsere Bürgerinnen und Bürger stromlinienförmig verbessert werden kann und dadurch alle einen Nutzen haben, weil unser Ziel muss sein, empathische Medizin nach wie vor zu ermöglichen. Im Interop Council bin ich eben die Vertreterin, die Expertin von Seiten der Gruppe der IT-Anwenderinnen und Anwender in der Gesundheit. Und da treten halt vielfach diese Interoperabilitätsprobleme auf. Und ansonsten in der Digitalisierung haben wir ja diese Abstimmung mit Füßen. Sie können ja selbst wählen, welche App finde ich besser, welches Produkt finde ich besser. Und in der Gesundheit ist es natürlich bisher anders gewesen. Und vielfach sind dann auch Produkte einfach am Nutzer vorbei entwickelt worden. Und dieser Nutzer, Nutzerin, kann ja entweder das medizinische Personal oder eben Patient, Patientin sein. Im letzten Digitalgesetz ist tatsächlich verankert ein Recht auf Interoperabilität für den Patienten. Das heißt, auch der Gesetzgeber hat erkannt, dass Patient, Patientin, ja, muss an der Stelle mit berücksichtigt werden. Das, was für die Patientinnen und Patienten gut und wichtig ist, muss nicht unbedingt das sein, was für die Mitarbeitenden quasi funktioniert. Das Miteinander ist das Wichtige, dass man interprofessionell zusammenarbeitet. Und das müssen wir in der Medizin eben auch lernen. Ich darf das jetzt als Ärztin sagen, ja, dass wir jahrzehntelang immer davon ausgegangen sind, dass die Medizinerinnen und Mediziner eben an der Spitze von dieser Hierarchie stehen und alles im Grunde am besten auch wissen. Und das ist in der digitalen Medizin eben auch anders. Ein ITler weiß ganz andere Dinge, ein Medizintechniker weiß ganz andere Dinge und ich muss mit denen genauso wie mit den Pflegepersonen und auch dem therapeutischen Personal auf Augenhöhe zusammenarbeiten, um dann eben diese Nutzerorientierung auch umzusetzen.